Ja, so hallo meine Freunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3. Ja, dann lassen wir nochmal das kurz wegen Revue passieren, was in den letzten Folgen passiert ist. Das mache ich jetzt noch hier ganz geschwind so im Menü. Und zwar haben wir rausgefunden, also mehr oder weniger sind wir einfach nur fertig mit der Welt. Haben dann einen neuen Job angefangen als Sicherheitsbeauftragter, also als Security für eine reiche Familie. Dort mussten wir zweimal bis jetzt die Familie retten. Also die Tochter und die Frau und den Sohn. Zwei haben wir jetzt gerettet schon. Also die Tochter und den Sohn. In Marcello und die, keine Ahnung wie sie heißt. Und ja. Jetzt wollen die Erpresser Lösegeld. Wir sind hin. Und wurden gleich mal richtig attackiert wieder. Und ja, dann spielen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und ich habe den Ton noch von 7 auf 5 gestellt, da es mir doch ein wenig recht laut vorgekommen ist, auch wenn ihr gedacht habt, dass es passt. Aber ein bisschen kann es nicht schaden, glaube ich. Boah Gott. Ich kann vor allem nicht mehr geradeaus laufen jetzt hier. Okay, sehr nice. Okay, uns geht's doch nicht so gut. Sieht doch noch gut aus. Brauchen Verbandszeug. Wo sind wir denn hier? Beim FC irgendwas? Chelsea oder was? Nee, Valencias. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. Okay, bin hier mal gespannt. So this was it. Hoffentlich gewöhne ich mich jetzt auch wieder langsam an die. Ich darf nicht während den Dingen immer reden. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Ich darf nicht immer während den Skriptsequenzen reden, wollte ich eigentlich gerade sagen. Geht's doch gut, ist doch nur eine ein Streifschuss. Wait here a second. Oh, not a problem. Okay. Okay, ich will zuschauen. Whoa. Looks like I missed all the fun. You see there, Grandpa? Hoppa, so alt zu meinen war nicht. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Right. Here we go. Put the sleeve up, come on. All right, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Oh, hört sich nicht gut an. Tried to gatecrash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money. And make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Caralho, mano, não faço ideia, foi uma cilada, cara. Nós precisamos sair daqui, vamos vazar, vamos, vamos. Onde é a saída? Vamos, vamos, vamos. Come on, come on. Ah, ein bisschen Schmerztabletten und zack, und wir sind gleich wieder topfit. Sehr geil. Cala a boca, porra, se concentra, caralho. As freaked out as we are.
Scheiße! Wow! Glück gehabt. Ey, wie schnell muss ich wieder sterben? Okay, ich muss mich wieder mehr konzentrieren. Deckung. Komm jetzt raus, Kollege. Komm. Dann ist hier doch noch einer da oben. Und jetzt schöne Annie wieder. Zack. Auch erledigt. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Hey, Leute, ich check das jetzt hier gerade noch nicht so ganz. Was es mit dem Leben hier auf sich hat. Ach. Nicht geplant. Okay, jetzt haben wir wieder Munition. Wo war das mit den Waffen nachschauen? Ach, hier. Okay, da, weil da oben hatten sie doch Schrotflinten. Also hier. Ach, genau, das habe ich auch noch eingestellt. Das ist die Waffen, die ich aufheben kann. Ach Gott. Das ist die bisschen... wie soll ich sagen? Das ist nicht geplant, Scheißdreck. Dass die Waffen, die ich aufheben kann, dass sie hervorgehoben werden. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Da, oder? Okay. Ja. So, what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. How's he going? What we got here? Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. Seu filho da puta. O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os Frank Atiradores? Mas... Não estou pra brincadeira, filho da puta! Ai! Ai! Que você nos enganar! Combate! Trouxemos o dinheiro! Ai! Viado! Trouxemos o dinheiro! Ai! Não enganamos ninguém! Na cool, du verstehst ja nichts, was der Kerl sagt. Das regt mich jetzt gerade schon wieder irgendwas auf. Genau, so das erste Manko im Spiel. Einfach, dass man bei Skriptik, wenn es mit einer anderen Waffe rumläuft, als man es davor hatte. Ich laufe mit dem Aufzug rein und komme mit der raus. Das ist doch beschissen sowas. Er sagt, er weiß nicht, wo die Sniper sind. No shit. Ja, cool. Heads up, here comes friends. Oh, oh, jetzt stehe ich hier mittendrin. Okay, das. Was? Wer hat mich jetzt da bitte getroffen? Ich glaube, ich werde verrückt. Nicht im Ernst. How's he going? What we got here? Do you have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. Seu filho da puta. Stecke ich mich jetzt gleich mal hier. Haken, Mann.
atiradores. Gleich mal hier raus feuern. Ich, von euch könnte mal einer die Anzeige erklären. Vom Leben. Also die rechts unten, wisst schon. Mhm. Also Mausgeschwindigkeit, ja, es klappt auch ganz gut. Ein bisschen niedriger könnte sie sein, aber das stelle ich für den nächsten Part dann ein, dass es da wieder einfacher wird für mich. Ja, was sagt denn der? Das will ich verstehen. Das, ach komm. Wo waren jetzt überhaupt Bullet Time? No shit. Hey, ich hab irgendwie gerade das Bullet Time verloren, die Taste für Bullet Time. Sorry Leute, das muss ich mal ganz kurz nachgucken. Ganz verzeiht es mir. Einstellungen. Steuerung. Maus. Erstmal runter. Nochmal eins runter. Okay, dann schnell. Wo ist Bullet Time? Shoot Dock ist Leertaste. Sprinten, abrollen. Bullet Time. STRG links. Aber geht nicht. Ist leer wahrscheinlich, ja. Okay. Heads up. Here come his friends. Komm ruhig raus wieder. Ja, andere Waffe vielleicht, Kollege. Der stirbt. Die Waffe ist relativ auch schwach. Ja, also ich würde sagen, die können wir jetzt halt mal. Wo geht wegschmeißen? Ja gut. Nehmen wir beide Pistolen am besten. Ist am einfachsten, oder? Die da mal. Ja, ist geil, die Waffe. Haben wir, okay. This bloodbath was probably being recorded in HD. The Galatians would be making more than the sports pages tomorrow morning. Kommt eh gleich wieder irgendjemand rausgestürmt. Son of a bitch. Okay. The same as before. Looking forward to getting out of this shit. Oh, wir schauen auch relativ. Ja. Durchlöchert aus. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do dinheiro? Cadê uma bala na sua cabeça, filha da puta? Hein? Hein, morre, favelado, filha da puta! Out. They seem nice enough. Sai! Sai, vamos, pega os caras! Were they cops? You tell me. I don't think so. Schaut nicht nach Cops aus. Caralho, porra! Puta que pariu! Come on.
They're going after the cash. I've had enough of these fools. Oh, weil der jetzt auch wieder einfach blind drauf losrennen muss, der Idiot. Und ich. Ja. Okay. Boah, was ein Freak. Hier wiederholen. Ich muss mir wegen angewöhnen, mehr in die Deckung zu gehen. Oh Mann! Schon bitte! Ach Kollege! Andere Waffe. Nein, die passt die Waffe. Wenn ich nur wegen schneller anvisieren könnte. 25 Weichteiltreffer. Okay, der ist weg. Mal nachladen. Jetzt kommt gleich der noch raus. Normalerweise. Nö. Was war das? Okay, einmal freie Sache. Okay, bevor ich aber jetzt da hingehe, machen wir an der Stelle einen Break. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Tschüssi.